Ich grüße euch und herzlich willkommen. Es ist wieder Newstime. Wir schauen uns Bilacqua und seine Mechanik an und dazu außerdem noch Helmangorst und den Weißen Zwerg, Vlad und Isabella und viele weitere Lords, die bisher ihre Macht teilen mussten. Und wenn ihr im Up-to-Date bleiben wollt, dann hinterlasst doch gerne ein Abo auf diesen Kanal. Bilacqua gehört natürlich zu den Kriegern des Chaos und er ist auch im Armeebuch der Krieger des Chaos. Und das wird auch hier in Total War Warhammer nicht anders sein. Trotzdem hat er aber auch Zugriff auf die Chaos-Dämonen. Also auf ganz viele dämonische Einheiten. Und dann kommen wir zu seinen Mechaniken. Und das erste sind seine unheiligen Manifestationen. Er hat Zugang zu 4 mächtigen unheiligen Manifestationen. Jede von Bilacquas Fähigkeiten ist auf einen der 4 Chaosgötter ausgerichtet und kann freigeschaltet werden, indem eine Armee besiegt wird, die auf einen bestimmten Gott ausgerichtet ist, oder indem Seelen geopfert werden. In Klammern, eine neue Ressource, die vor allem Krieger des Chaos geteilt wird. Klammer zu. Das heißt, das mit diesen Seelen, dass man die opfern kann, das werden wir bei allen Kriegern des Chaos haben als Mechanik. Um dadurch dann natürlich einige Sachen freizuschalten. Und dann wird hier noch ein Beispiel aufgeführt. Und zwar beispielsweise gewährt die Siege ausgerichtete Manifestation die Fähigkeit, einen einzigartigen Schattenriss in der lokalen Provinz zu erschaffen, indem Bilacquas Streitkräfte nutzen können, um sich über die Ebene der Sterblichen zu teleportieren. Na, das ist hier, wie gesagt, nur ein Beispiel. Also bei der Sehensmanifestation kann er sich dann teleportieren. Wie genau das alles funktionieren wird, werden wir wohl noch sehen. Dann Bilacquas Schatten. Wenn er einen menschlichen Lord im Kampf besiegt, kann er sie mit Chaos markieren, langsam ihre Seelen korrumpieren und sie schließlich in einen Dämonenprinzen verwandeln, um die eigenen Reihen seiner Armee zu verstärken. Wie genau das funktionieren soll, kann ich mir jetzt auch noch nicht so richtig vorstellen, aber klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ob das auch bei legendären Lords gehen wird, ja, das glaube ich nicht. Dann Chaosgeschenke durch ihre Heldentaten auf dem Schlachtfeld werden ihren Kriegern unheilige Gaben verliehen. Indem sie besiegte Seelen den Göttern anbieten, können Krieger des Chaos mächtige, aber begrenzte, in Klammern, Belohnungen freischalten, die ihre Fähigkeiten im Kampf steigern oder dämonische Verstärkung gewähren. Also das klingt alles sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich muss auch immer wieder loben, wie CA das hier mit der Lore macht, ja. Die halten sich da wirklich sehr an die Details und bauen daraus dann diese unglaublichen Mechaniken, die wiederum jede Fraktion einzigartig macht. Und da jede Fraktion einzigartig macht, wird dieses Spiel einen unglaublichen Wert haben am Wiederspielwert. Plus den Mods. Dann kommen wir jetzt zu Volkmar und wie ja auch schon angekündigt worden ist, das konnten wir ja schon vorher feststellen, Volkmar begibt sich auf eine Pilgerreise des Eifers, indem er die kleinen Streitereien der Kurfürsten aufgibt. Und das wussten wir schon. Aber um die abscheulichen Bücher des Nagash zu versiegeln. Ich lese das mal alles vor jetzt und lebe nun in den unteren Südlanden. Im Gegensatz zu den Gruftkönigen und Manfred von Karstein sind es nicht die Bücher selbst, die individuelle Effekte bieten. Vielmehr erhöht das Versiegeln von Büchern seinen Eifer und stärkt die Segnungen und die Macht, die Volkmar gewählt wurden. Also, nichts so richtig mit Artefakten sammeln, sondern er ist dorthin, um Bücher zu versiegeln, die Nagash verunreinigt hat. Ja, seine Startposition, die war ja in Sudenburg, in den südlichen Landen. Und
Ich denke, folg mal, ja, warum nicht? Ist auf jeden Fall auch ein großer Wiederspielwert, ja? Und mal was anderes. Dann der weiße Zwerg. Der soll hier spawnen beim der Stamm der Ahnen, worum man das sein mag, irgendwo bei den Dunkelelfen, denn hier heißt es, bekannt für seinen Hass auf die sadistischen Dunkelelfen, nach Malekiths Anstiftung zum Krieg der Bärte, zog Gromwindal nach Nagaroth. Dort stellt er seine Armeen auf, um sich dem Hexenkönig zu rächen. Ja, warum nicht, kann man machen. Allerdings gibt es keine Zwerge in Nagaroth. Ja, gut, okay. Dann Hellmann Gorst. Der wird bei der Karawane der Blauen Rosen irgendwie anfangen. Ach nee, das sind die Fraktionsnamen hier. Nee, stimmt. Die Provinznamen, die sind bei den unteren hier. Und hier oben, das sind einfach nur die Provinz, die Fraktionsnamen. Immer an der Hoffnung festhaltend, Nekromantie zu entdecken, die seine Brüder wieder zum Leben erwecken könnte, ist Hellmann Gorst nach Osten gezogen, um näher an der begehrten Nagashisa-Festung zu sein. Also der wird irgendwo in der Nähe von Nagashisa spawnen. Beziehungsweise beginnen. Wie die Fraktionsbanner aussehen, das zeige ich euch gleich auch noch. Und Vlad und Isabel von Kashan, ja, hier stehen jetzt daneben die Provinzen. Oben nicht, oben stehen daneben die Fraktionsnamen. Ein bisschen verwirrend, aber okay. Im Gegensatz zu den anderen legendären Lords wird dieses Machtpaar in einer untoten Ehe zusammenbleiben, aber innerhalb derselben Kampagne spielbar sein. Wenn Vlad als dein eigener legendären Lord, wenn wir Vlad auswählen als eigenen legendären Lord, wird Isabel automatisch als Heldin freigeschaltet und umgekehrt natürlich dasselbe sein. Und dann Sigvard der Prächtige, der wird irgendwo in der Chaoswüste spawnen. Bewaffnet mit seiner verstörenden, aber engelsgleichen Schönheit ist Prinz Sigvard jetzt eine eigene Kraft innerhalb der Kriege des Chaos. Er lehnt sich genüsslich in der nordwestlichen Chaoswüste zurück und wurde mit einem verlockenden neuen Eigenschaften ausgestattet, wie der Fähigkeit, Einheiten zu verführen, verführerischen Einfluss zu nutzen, und hat Zugang zu slanisch-dämonischer Rasse. Dann Kolleg Sonnenschlinger, der wird irgendwo bei irgendwelchen Bergen anfangen. Der uralte Drachenoger lebt jetzt nördlich der Berge der Trauer und ist bestrebt, eine monolithische Siedlung für seine eigenen dunklen Pläne aufzusuchen. Ja. Drachenoger leben auch sehr gerne in den Bergen. Alles richtig gemacht. Dann, was werden wir als nächstes sehen? Also, beziehungsweise nicht als nächstes. Ich zeige euch gleich noch was anderes, nämlich die Skaven-Startposition. Das werden wir nächste Woche sehen. Da geht es um einige Fragen, die gestellt wurden in einem Interview. Die werden beantwortet. Und es werden außerdem noch einige weitere Details über weitere Inhalte mitgeteilt werden, die nächste Woche mit Immortal Empires kommen werden. Also schauen Sie wieder vorbei, wenn wir unseren Marsch in den August fortsetzen. Da werden wir dann viele kleine weitere Details erklärt bekommen und zum Beispiel auch zusätzlichen Content, wie es eben hieß. Dann gibt es jetzt neue Startpositionen. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen drauf eingehen auf die Bretonen und die Skaven. Fangen wir mit den Skaven an. Natürlich Clan Eschen in Kartei. Ja, das war ja jetzt nicht anders zu erwarten. Wie sollte es auch anders sein? Ja. Das denke ich mal logisch. Dann Clan Richters kommt endlich nach Hause. Mensch, ja, er darf. Hat das sowieso immer blöd in Warhammer 2, dass er da drüben ganz war bei den Dunkelelfen. Ich fand, der war da drüben immer falsch. Ja. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hatte. Keine Ahnung. Vielleicht, weil Malekith irgendwie Verbündeten braucht. Oder brauchte. Na, auf jeden Fall, da kommt er jetzt endlich nach Hause. Und das ist auch gut so und so soll das auch bleiben. Dann Clan Mors wird auch viel dichter an den 8 Gipfeln sein.
Nämlich hier und nicht mehr. Ja, wo war er vorher? Ich glaube hier. Hier irgendwo, glaube ich, oder? Nee, der goldene Pass ist hier. Ah. Auf jeden Fall weiter im Süden war er. Und ja, ist natürlich dann interessant die Frage, wer wird denn direkt dort spawnen bei den 8 Gipfeln? Wieder nur eine KI-Fraktion oder Skarsnik oder Billacur wollte ich jetzt schon sagen. Nein, Billacur natürlich nicht. Billacur spawnt drüben auf Albion. Billiger Eisenhammer. Jetzt komme ich schon durcheinander mit den ganzen Namen hier. Ja, da wird wohl einer von den beiden, denke ich, anfangen. Ich glaube nicht, dass da wieder eine KI-Fraktion reinkommt. Oder sie machen das anders, da kommt wieder eine KI-Fraktion rein und die anderen beiden, Skarsnik und Billige Eisenhammer, die spawnen dann auch irgendwo in der Nähe, ja, oder irgendwo anders. Und die machen das wieder so, dass es ein Wettrennen ist um Karak-8-Gipfel. Das kann natürlich auch sein. Aber ich persönlich würde es schöner finden, wenn da mal Billige Eisenhammer oder Skarsnik spawnen würden. Oder sogar beide, ja. Dann haben wir hier gleich alle drei auf einem Haufen. Der Kampf um Karak-8-Gipfel, ja. So wie es hier auch war. Aber gut. Das ist nur meine Spekulation. Und dann die nächsten Skaven. Die sind jetzt nicht besonders, also die sind alle geblieben. Der Züchterclan da oben in seiner Grube, Clan Squire hier in Skavenbleicht und der Seuchenclan in Lastria natürlich. Ja, der hat ja sehr viel gewütet in Lastria, wobei ich hoffe, er ist jetzt endlich angenehmer spielbar. Nicht mehr so beschissen wie vorher. Ja, also habt ihr mit dem auch sehr schwer gespielt? Unglaublich. Gut, dann die Bretonia, die hat sich auch wenig geändert, nur der gute Alberic, der wird jetzt hier drüben anfangen in der Kolonie Brigon. Ja, übrigens habe ich auch mal gespielt, da gab es eine Mod in Warhammer 2, da konnte man Brigon spielen, drüben in Lastria, Bretot in Lastria, warum nicht? Hat sehr viel Spaß gemacht damals. Gerade wenn man dann noch die Mod drin hatte, um die Siedlungsskins zu ändern, dann konnte man dann drüben hier ein kleines bretonisches Imperium aufbauen. Ja, Alberic de Bordeloup. Hier rüber. Warum nicht? Klar, kann man machen. Und eignet sich außerdem super für eine Koop-Kampagne, ja? Also, das würde ich gerne mal mit jemandem spielen, hier diese Koop-Kampagne. Wird bestimmt geil. Und ja, mehr gibt es hier jetzt nicht zu sagen. Es gibt aber noch einige Fraktionsbanner. Also Billacur hat natürlich hier dieses Banner. Dann der weiße Zwerg bekommt hier so ein goldenes Banner. Da gab es übrigens die Vermutung vorher, dass er nach Quacker Drake kommt, aber da kommt er nicht hin. Ja, wir wissen jetzt, ja, der wird sich um die Dunkelelfen kümmern. Und Helmann Gors bekommt hier so eine Rose als Banner. Und das von Volkmar, das wussten wir ja schon. Flat und Isabella bleiben bei dem gleichen Banner. Prinz Siegwald. Ja, ich muss darüber irgendwie lachen jetzt. Ich will das jetzt erst auf. Der Prinz Siegwald, ja, bekommt sich selber als Banner. Das passt aber auch irgendwie zu ihm. Ja, er findet sich auch selber schön. Oh Mann. Und Kolleg bekommt dieses Banner. Gut, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.